Willkommen, liebe Zuschauer, zu Spirit Leben mit Stil. Die Familie ist die Urzelle des gesellschaftlichen Lebens. So heißt es im Katechismus der katholischen Kirche. Die Familie ist eine wichtige, vielleicht die entscheidende Schule für das Leben. Und nach dem Schöpfungsplan Gottes ist die intakte Familie eine wichtige Voraussetzung für menschliches Wohlergehen. In unserer heutigen Zeit aber ist die Familie vielfach gefährdet. Sehen Sie dazu einen Vortrag der bekannten Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Christa Mewes, den sie beim Kongress Treffpunkt Weltkirche gehalten hat. Meine lieben Freunde, wir wissen das alle. Das christliche Abendland ist voll düsterer Wolken. Wie eine Dampfwalze beherrscht seit einem halben Jahrhundert eine Ideologie. Der Relativismus, sagt unser Papst. Direkter lässt sich auch sagen, die atheistische Linke, die Öffentlichkeit, und droht die Wahrheit unseres Herrn und ein vernünftiges Realitätsbewusstsein geradezu zu ersticken. Die westlichen Industrienationen sind dadurch schwer erkrankte Gesellschaften geworden, voran Deutschland, das Land der europäischen Mitte. Seit 40 Jahren lassen sich hierzulande an die 200.000 Paare scheiden, mit an die 160.000 unmündigen Scheidungsweisen, mit einer zerrissenen Familie, mit Scheidungsweisen, die ohne Beeinträchtigung selten davonkommen, denn sie werden jetzt in den Kreidekreis genötigt, in die beiden Parteien zum einen oder zum anderen halten und ihres Wurzelgrundes der Familie beraubt. Seit 40 Jahren, meine lieben Freunde, pro Jahr 160.000 unmündige Scheidungsweisen. Darüber hinaus 8 Millionen Kinder sind seit 40 Jahren hier daran gehindert worden, das Licht der Welt zu erblicken. Eine Vielzahl der 40-jährigen Akademikerinnen in Deutschland sind kinderlos, zum Teil nur, weil ihnen die Karriere wichtiger war, zum großen Teil aber, weil sie gar nicht mehr gebärfähig sind. Gesellschaften aber mit 1,3 Kind pro Familie haben eine mächtig geminderte Chance auf Zukunft. So rechnen uns die Experten aus. Die Zahl der arbeitsunfähigen Sozialhilfeempfänger ist unabsehbar groß. Das deutsche Gesundheitssystem dümpert hoch überladen vor sich hin. Die Psychotherapeuten haben Hochkonjunktur. Ich will nicht fortfahren. Es sind nicht diese Systeme allein, die hierzulande überbeansprucht werden müssen. Zwar mag bei uns alles besonders schlimm sein, aber angefallen von den Auswirkungen einer unnachdenklichen, egozentrischen, hedonistischen Lebensweise sind alle technizistischen Länder, in denen in den letzten Jahrzehnten es zu einem ansehnlichen Wohlstand gekommen ist. Denn im Zentrum traf diese zum Niedergang führende Lebensweise zu vor allen Dingen durch die Abwertung der Familie. Mit dem erklärten Ziel der 68er, sie ganz abschaffen zu wollen. Warum? Weil sie Unterschiede produziere. Obgleich und sogar die Wissenschaft, die DNA-Wissenschaftler uns sagen können, wir sind jeder Einzelne ein Unikat, wir sind alle handverlesen, Einzelexemplare von Gott. Es ist im Ansatz gar nicht möglich, uns in dieser Dampfwalze der Gleichheit überstülpen zu wollen. Aus dem Import des Kein-Schicksal, des Neides heraus. Wehren Sie sich dagegen, meine Damen und Herren. Wir sind nicht gleich zu machen. Am Anfang stand deshalb eine fundamentale, durch die Medien vorangetriebene Diskriminierung der Mutterschaft. Eben die Entmutterung der Mütter
wie ich das zunächst staunend seit dem Beginn meiner Öffentlichkeitsarbeit vor 40 Jahren warnend als einen Trend zum Genozid bezeichnet habe. Der Beruf der Mutterschaft, meine lieben Freunde, ist absolut unaufgebbar. Ihn abschaffen zu wollen, ihn aufgeben zu wollen, ist mehr als dumm. Der dann einsetzende Geburtenschwund bewirkt zunächst Armut. Aber nicht nur das, er erwirkt eine Entmenschlichung der Gesellschaft, in der dies lange genug mehrheitlich zum Lebensstil wird. Diese Grundeigenschaft der Mutter Maria, die Liebe, erkaltet nämlich dann in den Gesellschaften, die das mehrheitlich versuchen. Denn es ist doch vor allem die Mutter, die die Liebe in der Familie ausgießt, über ihren Mann, über ihre Kinder, über die alten Eltern, ja über den Clan, die alles zusammenhält. Am wenigsten, so können wir heute sogar mit Wissenschaft belegen, bekommt den Kindern das Leben im Schatten einer entmutterten Mutter. Und das heißt, eine Kindheit ohne Zeit, ohne Liebe für die Kinder. Und zwar je jünger sie sind, umso weniger. Die Kinder tragen in großer Zahl dann lebenslängliche Schwächungen ihrer seelischen Kraft davon. Die Kraft des Menschen fließt aus der Liebe der Eltern, aus der Liebe der Familie, aus der Liebe der Mutter. Das ist nun längst eingetreten. Kümmert aber niemanden der Politiker, kümmert nicht einmal die Personen, die jetzt gerade zur Mutterschaft eintreten unter unseren Politikern. An die Stelle der Familie soll vielmehr die Kollektivierung der Kinder vom Säuglingsalter ab in Krippen treten. Das ist Programm, meine Damen und Herren, nicht einfach nur ein bisschen soziale Hilfswissenschaft. Nein, es soll an die Stelle der Familie die Kollektivierung gesetzt werden. Und das ist auch in der EU das forsch vorangetriebene Konzept. Wo sind wir denn da nun hingeraten? Das Übel liegt an der Wurzel, an der Abkehr von Gott. An der Abkehr von seinen Vorgaben und das heißt an der hybriden Vorstellung, die Gestaltung des Menschenlebens mit eigenmächtigen Vorstellungen über Kindererziehen und Kinderpflege allein aus Menschenhand aus dem Boden stampfen zu wollen. Was für ein Hochmut! Meine lieben Freunde, selbst der Super-GAU von Japan ist ein Beispiel dafür, dass der Homo technicus sein Machen können und damit seine Sicherheit durch Technik, durch Nichtbeachtung der von Gott gesetzten Grenzen maßlos überschätzt hat. Das japanische Desaster. Das japanische Desaster ist ein Minitekel an der Wand des technischen Welttheaters, auch eins für uns, an uns gerichtet, und zwar in einem umfassenden Sinne. Zur Umkehr will es uns mahnen. Wer Gott vergisst, überschreitet nur allzu leicht seine Grenzen und setzt sich dann schutzlos den dann sich immer auch gelegentlich wieder entfesselnden Naturmächten aus, an Leviathan. Wie Gott diese entfesselte Naturmacht bei Hiob benennt und sagt, wir müssen neben ihr leben, aber wir müssen ein gerechter Hiob sein. Aber bleiben wir bei der Familie. Deren Zerrüttung ist lediglich ein Beispiel für diese Haltung. Um also den Schaden in der Tiefe anzugehen, brauchen die Menschen zunächst mehr Einsicht, mehr Überzeugungsarbeit. Sie brauchen viel mehr wahrheitsgemäße Information. Und wir, die Christen, sind aufgerufen, sie ihnen zu vermitteln. Aber können wir das? Und wenn ja, wie?
Nun, mir als Fachfrau ist dazu ein Weg aufgetan worden, den ich jetzt in Kurzform vermitteln werde. Die Ergebnisse der neuen Hirn- und Hormonforschung können meines Ermessens eine Möglichkeit zu sehr brauchbarer, plausibler Argumentationshilfe sein, was mir zwingend notwendig erscheint, um den Glauben neu als reale, im Familienalltag durchführbare Chance zur Gesundung und Zukunftshoffnung verstehbar zu machen. Wie sieht der Weg dahin aus? Dazu muss ich eine kleine theologische Vorbemerkung machen. Der Mensch ist zwar wie die Tiere aus Erde gemacht, laut Genesis, aber er ist außerdem auch noch als ein Ebenbild Gottes geschaffen. Und das heißt, der Mensch soll ausgestattet von Gott mit Freiheit der Entscheidung, in seinem Leben die Verwirklichung der Liebe anstreben. Das ist laut Bibel und besonders durch die Worte und das Vorleben von Jesus Christus der Sinn der Lebensgestaltung jedes einzelnen Menschen, jedes Einzelnen an seinem Platz. Das ist eine immerwährende Hoffnung Gottes mit dieser seiner Kreation Mensch seit Adam. Aber seitdem auch ein mühseliges Unterfangen, wie uns der Gang der Geschichte, wie uns der eigene Lebenslauf auch immer wieder neu beweist. Oh, wie oft ist in jedem von uns das Tier noch dominant. Da wird geforkelt, gestritten, gerafft. Da wird wie in Tierherden, selbst in christlichen Gemeinschaften, noch miteinander umgegangen. Zwar sind wir als Vorgabe Gottes mit Willensfreiheit ausgezeichnet, aber nur allzu häufig machen wir unseren freien Willen zum Zugpferd unseres Egoismus. Und deshalb eben gleicht der Mensch laut Goethe nur allzu häufig einer langbeinigen Zikade, die fliegt und fliegend springt und gleich darauf im Gras ihr altes Liedchen singt. Und an seinem Lebensanfang geht es zunächst nun auch gar nicht anders. Der kleine Mensch muss und soll erst durch die ganze Erde, durch die ganze Natur in sich selbst, durch seinen ganzen Ur-Egoismus, durch dieses erste Vorherrschen seiner Biologie hindurch. Und das ist in unserer verkünstlichten Welt nun gar nicht mehr selbstverständlich. Es ist überhaupt nicht mehr im Bewusstsein bei vielen Menschen. Es ist auch nicht mehr so einfach, weil wir es auch ganz verschieden und anders und nach eigenem Gusto machen können. Der Mensch tut sich ohnehin schwer damit, seinen Egoismus dann wenigstens als ausgewachsener Mensch so in sich zu umgrenzen, dass er schließlich nicht doch, um noch einmal den Faust zu zitieren, tierischer als jedes Tier im Naturstatus hängen zu bleiben. Oder schlimmer noch, dem Bösen zu verfallen und dem eigentlichen Aufstieg seines Lebensziels zu verfehlen. Das ist die immerwährende Gefahr für den Einzelnen und das Recht für jene Völker, die trivialen Verführungen erliegen. Die Liebe zu den Nächsten als Lebensziel für den Einzelnen und als Daseinsziel für die gesamte Menschheit, gehalten von der Liebe eines leisen Gottes und dies in dankbarem Rücklieben zu ihm hin. Wie viel Aussicht kann dem denn bestehen, dass das nicht wenigstens einer als Sauerteig wirkenden kleinen Schar von Menschen zwischen Dornen und Disteln gelingt, bei so viel Tier in uns? Eins ist klar, es gelingt nur mit Gottes Hilfe, nur mit